Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, und heute möchte ich euch mal das Mediabook, was ich auf der Filmbörse in Neuss gekauft habe, von Auch Henker sterben zeigen. Ja, und zwar habe ich gesehen, dass es dieses Cover noch gar nicht auf YouTube gab. Also viele kennen wahrscheinlich dieses Cover auch gar nicht und vielleicht auch den Film gar nicht. Und da möchte ich euch ein bisschen was darüber erzählen. Ich selbst habe den Film noch nicht gesehen. Aber ich weiß halt, dass ein deutscher Regisseur damals im Zweiten Weltkrieg geflüchtet ist nach Amerika, um diesen Film zu drehen. Das finde ich eigentlich relativ krass, weil damals haben die Nazis sowas natürlich komplett untersagt, in ein anderes Land zu flüchten, vor allem in diesem, ja, in diesem Fall Amerika, die dann sowieso nicht auf der Seite von Deutschland standen. Und wie ich schon sagte, dieser deutsche Regisseur hat diesen Film gemacht und ja, hier geht es auch darum, was die Nazis für schreckliche Dinge tun. Und dieser Film ist auch tatsächlich eher gegen Nazis. Ja, ich bin mal gespannt, wie mir der Film gefällt, weil dieser Film ja aus dem Jahr 1943 produziert ist und im Jahr 1944 released wurde. Das ist schon sehr, sehr alt. Also so alte Filme gucke ich meist auch nicht, aber dieser Film hat es mir halt einfach angetan, da ich sehr viel Interesse daran habe, diesen Film zu sehen. Und da bin ich deshalb auch mal gespannt, was mich hier erwartet. Aber wie gesagt, die Grundstory kennt ihr schon dazu. Und dieses Cover, muss ich sagen, ist ja schon relativ kontrovers, sag ich mal. Hier einfach ein Hakenkreuz drauf zu klatschen, ist natürlich eine Sache. Sollte man sowas als Label wie NSM machen? Ist das okay? Ich würde sagen, ja. Einfach aus dem Grund, das gehört einfach zur deutschen Geschichte dazu. Und meiner Meinung nach hat gerade dieses Hakenkreuz wahrscheinlich im Bezug auf den Film, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, das sagt schon was aus, sage ich mal. Und ja, wie ich schon sagte, dieser deutsche Regisseur ist damals geflüchtet nach Amerika, um halt auch diesen Film zu drehen. Und ich glaube, passender kann man ein Hakenkreuz, glaube ich, nicht auf ein ja, Mediabook produzieren, sage ich mal, ne? Aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal von innen an und da besprechen wir dann einfach noch ein paar Sachen mehr. Aber das waren, sage ich mal, jetzt schon mal die Hintergrundinfos, die ihr jetzt zu diesem Film brauchtet, weil dieser Film ist ja doch, glaube ich, eher unbekannt. Und genau. Öffnen wir mal das schicke Teil hier. Ich muss auch sagen, ich finde das Mediabook Artwork hier vorne drauf mit diesem Raben, der dann unten rechts noch ist, finde ich extrem schick. Also diese Aussage auf diesem Mediabook, das hat man glaube ich auch seltener, dass ein Mediabook so eine Aussage haben kann vom Cover her. Weil wie wir hier schon sehen, das ist ein Grabstein, hier ist ein Hakenkreuz drauf. Das kann einfach schon bedeuten, dass ja die Nazis unter diesem Hakenkreuz sind. Und ja, dort tot liegen. Ja, so könnte ich mir das vorstellen, so interpretiere ich dieses Cover. Und deshalb fand ich dieses Cover auch extrem stark, weil das einfach zum Nachdenken anregt. Und genau, deshalb hatte ich mir das hier gekauft. Aber wir gucken uns das Ganze nochmal im Detail an. Ist natürlich auch jetzt nicht so besonders krass gezeichnet oder sowas, sondern es ist halt einfach hier wirklich ja, relativ simpel gehalten, aber wie ich schon sagte, mit einer kräftigen Aussage, meiner Meinung nach. Dann gucken wir uns auch mal hier den Spine an, mit dem NSM-Logo, wie wir es kennen, und dem Schriftzug von Auch Henker sterben. Und dann haben wir hier hinten noch ja, den Text, worum es denn hier wirklich geht in diesem Film. Und den könnt ihr euch hier gerne mal durchlesen. Dann haben wir hier neben noch eine gezeichnete Szene und hier unten haben wir ein paar Filmszenen. Ja, der Film ist in Schwarz-Weiß natürlich, wie gesagt, aus dem Jahr 1943 wurde der produziert. Und produced and directed by Fritz Lang. Genau, das ist nämlich der besagte Regisseur, der damals nach Amerika geflohen ist. Und ja, dann haben wir hier noch die Laufzeit von 135 Minuten. Auch, ja, ist ordentlich, würde ich sagen, ein relativ langer Film. Und dann haben wir hier noch die Extras mit dem Original-Trailer, deutschen Trailer, DVD-Version, wie wir es kennen, und dem 16-seitigen Booklet von Filmwissenschaftler Peter Ellenbruch. Ja, und das Mediabook ist auch relativ rar, muss ich sagen. Das ist auch mittlerweile ausverkauft, wird auch schon was höher gehandelt. Ich hatte jetzt auf der Filmbörse Glück gehabt, dass ich das günstig gefunden hatte. Und hier mit einer Limitierung von 222 mit meinem Exemplar der Nummer 61. Dann schauen wir uns das ganze Mediabook mal von innen an.
So, und von innen muss ich jetzt schon mal sagen, das Bunte hier passt schon mal irgendwie gar nicht. Dennoch hier die Disc mit einem anderen Mediabook-Cover. Das gibt es nämlich hier auch noch. Und das ist dann hier die Blu-ray. Würde ich gerne angucken. Das ganze Bild, wie ich schon sagte, ist auf einem anderen Mediabook-Cover drauf. Dann haben wir hier im Hintergrund ein Schwarz-Weiß-Bild. Das passt schon eher. Genau wie das Bild hier auf der DVD. Das ist auch noch auf einem anderen Mediabook-Cover drauf. Die fand ich persönlich jetzt aber einfach nicht so aussagekräftig und auch einfach nicht so schick. Und deshalb habe ich mir die nicht geholt. Auch wenn die teilweise was günstiger gehandelt werden. Ja, aber ich habe jetzt hier für das Mediabook jetzt auch keine, nicht wirklich die Welt bezahlt. Ja, wie gesagt, hier ist das Innenartwork. Durchgehendes Bild, wie wir es von NSM kennen. Und ja, nichts allzu Besonderes. Einfach eine Filmszene in Schwarz-Weiß. Passt soweit. Ja, der ganze Film hat auch eine FSK 16, wie ihr hier auf der Disc seht. Ich war gespannt, ob dieser Film wirklich noch eine FSK 16 braucht. Oder ob man den nicht schon ab 12 machen kann, weil diese alten Filme, die meist eine höhere Alterseinstufung haben, ja, die sind dann meistens auch nicht mehr so hart. Also ich sag mal so, Filme ab 18 nehmen wir jetzt einfach mal, die heutzutage rauskommen, sind deutlich härter als Filme, die immer noch ab 18 freigegeben sind, die, sag ich mal, in den 80ern rauskamen. Ne? Das ist halt einfach nur mal Fakt. Meist ist das so. Aber die richtig harten Filme aus den 80ern, sage ich mal, die sind ja sowieso immer noch indiziert. Da gibt es ja wenige, die bisher freigegeben wurden. Ja, wie gesagt, auch Henker sterben hier in diesem bunten Artwork fast. Passt meiner Meinung nach nicht ganz so gut. Ein Film von Fritz Lang. Und hier ist dann noch der englische Titel Hangman Also Die. Hier mit anderen Kinoplakaten noch. Und ja, da haben wir hier eine wirklich ansehnliche Dame, muss man ja sagen. Und noch eine Menge Text. Finde ich sehr gut. Ich freue mich extrem drauf. Hier dieses Booklet zu lesen und auch wenn es nicht gerade viele Seiten sind, ein paar Informationen werde ich da doch bestimmt bekommen und ja, gerade zu diesem Film finde ich Informationen immer sehr wichtig. Ja, wie gesagt, nochmal so ein Kinoplakat von Hangman Also Die hier im englischen Titel und sehr viel Text, finde ich sehr cool, gefällt mir sehr gut bisher. Ja, hier jetzt mal ein bisschen weniger Text, aber hier einfach nochmal dieses Cover von dem anderen Mediabook Artwork. Und ja, dann haben wir hier sogar nochmal einen englischen Text stehen, wo gerade ja, auch noch ein paar Hakenkreuze sind und He who serves Hitler serves Germany. Ja, und He who serves Germany serves God. Ist dann nochmal eine Aussage der Nazis, wahrscheinlich dann in diesem Film, die man dann auch noch zu sehen bekommt. Ja, hier nicht mehr so viel Text, aber sonst generell bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich hatte bei diesem Booklet ein bisschen Schiss, dass da nicht zu viel Bilder drin sind und wenig Text. Aber ich finde, das ist vom Gestalterischen her eigentlich ziemlich gut. Gefällt mir hier von Peter Ellenbruch, Filmwissenschaftler, Universität Duisburg-Essen. Und dann haben wir hier noch ein Mediabook-Cover von Hangman Also Die. Und genau. Das war so das Booklet und das Mediabook an sich. Die Seiten hier sind auch ziemlich dick, also ziemlich gute Qualität. Und vom Mediabook her, kann man das Ganze auch mal angucken. Lässt sich leicht verschieben, aber nicht allzu viel. Also ich muss sagen, wirklich ein sehr schönes Mediabook, meiner Meinung nach. Kann man so lassen. Ich habe euch jetzt ein bisschen das erzählt, warum ich auch dieses Cover genommen habe. Einfach weil das einfach aussagekräftiger ist als die anderen Mediabook-Cover. Und ich ja, muss einfach sagen, generell auch vom Inhalt gefällt mir dieses Mediabook ziemlich gut. Ob ihr das ganze Mediabook auch noch bekommen solltet, weiß ich nicht. Ist schwierig online zu finden. Ich habe es online gar nicht mehr gesehen. Wie gesagt, deshalb habe ich es auf der Filmbörse günstig mitnehmen können. Müsst ihr mal schauen. Sonst gibt es noch einige andere Cover von diesem Film. Falls das Interesse dann doch größer ist bei diesem Film, dann gibt es auch noch eine Armoury, die ihr euch dann auch zulegen könnt. Aber sonst muss ich einfach sagen, das Mediabook ist schön geworden, ist auch schon was älter, ich glaube aus dem Jahr 2019. Also kam vor 3 Jahren von NSM raus. Und ja, passt soweit. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne einen netten Kommentar da.
oder eure Meinung generell mal zu diesem Mediabook. Und über Likes und neue Abonnenten würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.